Freuen Sie sich auch so, dass die Fastenzeit endlich vorbei ist? Jetzt darf wieder geschlemmt werden. Und was gehört unbedingt zum Osterfest dazu? Ein Osterschinken. Alle Augen warten auf dich, oh Herr, und du gibst uns Speise zur rechten Zeit. Du öffnest deine Hand und erfüllst alles, was lebt, mit Segen. Christus ist unser Osterlamm. Darum kommt und haltet Festmahl. Es ist eben eine katholische Tradition, die daher kommt, dass eben auch die Bibel immer wieder betont, dass Jesus eben mit seinen Jüngern eben nach seiner Auferstehung gegessen und getrunken hat. Und in dem Sinn eben, wie das Segensgebet auch ausspricht, eben, dass die Speisen gesegnet, dass sie eben für uns dann auch eben Ausdruck dessen sind, dass der Auferstandene unsichtbar, aber doch präsent bei unserem Mahl, eben unseren Familien oder auch hier eben zugegen ist. Sie haben gerade die Osterschinkenweihe eröffnet. Wie wichtig ist es Ihnen, dass die Traditionen erhalten bleiben? Es ist immer wichtig, Neues zu schaffen, aber es ist auch sehr, sehr wichtig, Altes zu bewahren. Und Traditionen sind etwas, gerade im religiösen Bereich, die man pflegen und hegen sollte. Sie sind ein Bestandteil unserer christlichen Wertekultur. Wunderbar, wie jedes Jahr. Sehr schön und wir freuen uns jedes Jahr auf dieses Osterfest. Ist Ihnen auch wichtig, dass die Osterschinkenweihe stattfindet? Eigentlich schon, ja. Ist Tradition und das gehört dazu und ich denke, es passt. Ich finde es ein ganz wichtiger Brauch, denn der Osterschinken zeigt an, dass das früher losgeht, dass die Fruchtbarkeit der Natur wieder beginnt, die Auferstehung wird damit symbolisiert. Ich denke, es ist ein ganz wichtiger Event, wo einerseits Glaube und Tradition zusammentreffen. Deswegen ist das Besondere, dass ein geweihter Schinken ist, weil Sie werden nicht immer einen Schinken essen zu Hause, der immer geweiht wurde, und das ist das Besondere an einem Osterschinken. Was ist Ihre Osterbitte? Ich habe keine Osterbitte, aber ich habe vielleicht einen Osterwunsch, dass es uns in Burgersdorf weiterhin so gut geht wie bisher. Und wie wollen Sie Ostern feiern? Ich feiere Ostern im Kreise meiner Familie. Meine Familie wird immer größer. Ich bin jetzt auch Großvater geworden, habe ein kleines Enkelkind und da gibt es viel zu feiern und das ist sehr schön. Bei meiner Osterfeier zu Hause ist ganz wichtig, dass die Familie zusammenkommt, dass die Kinder da sind und deren Freunde. Und es ist ganz wichtig, dass es viele Eier gibt und dass es auch einen Schinken gibt, aber dass auch der religiöse Moment auch dabei sein sollte. Ist es ein besonderes Erlebnis nach der ganzen Fastenzeit? Ich faste nicht so sehr, ne? Sieht man. Ne?